Hallo meine Damen und Herren, da ist der Ricardo Manotti, Ihr Auslander-Korrespondent. Heute, wir sind zurück bei Digitec. Ja, erinnern Sie sich, letztes Jahr waren wir da und ich habe euch gezeigt, alle Geheimnisse von dieser tollen Firma. Ich war so fasziniert, dass ich habe selber meine eigene Digitec gemacht. Digitec, buenas tardes. No, Mama, no te dije 10 veces que no me llames acá. A la empresa no me tenés que llamar, me llamas a casa. Sí, llamame más tarde. Estoy trabajando. Chao, chao, chao. Ja, leider, das ist nicht so gut gegangen. Und deshalb, ich bin heute zurück bei Digitec. In Undercover-Modus, investigativer Journalismus. Ich will arbeiten bei verschiedenen Abteilen, damit ich kann ganz richtig lernen, was machen Sie da so Besonderes. Kommen Sie mit. Da jetzt in den Headquarters von Digitec. Meine Mission als Richard Manning fängt an. Ich werde lernen, wie man macht den perfekten Digitec-Mitarbeiter. Noch ein Vertrag? Ja. Zum Arbeiten. Zum Arbeiten. Oder? Natürlich. Und Sie sind? Ich bin der Richard Manning. Yes, freut mich. Freut mich auch. Herzlich willkommen. Du hast einen Stell für die IT auf meinen Angebot. Jawohl. Wir uns gerade mal schnell an, mit das Anforderungsprofil. Einfache Buchhaltung, Buchhaltungsarbeiten. Ja. Hast du mir extra etwas Komisches geschrieben, damit ich das nicht richtig sagen kann? Stilsicheres Deutsch sowie sehr gute Französischkenntnisse. Marie Anzu. Je peux français. Programmiersprache. Word. Und der erste, den ich gelernt habe, ist Basic genannt. Basic? Ja. Ja, mit der Commodore 64. Ja, Schwäche, das kommt drauf an. Ich weiß nicht, ich habe eine Schwäche für schöne Frauen. Das schon. Hey, ich bin motiviert, offen für alles. Ich will einfach ein Digitec-Mann werden, oder? Ja gut, dann machen wir mal einen Schnuppervertrag, oder? Okay, ich habe schon meinen Schnuppervertrag und jetzt mein erster Arbeitsplatz wird Software Development. Wir sind alle gleich aus. Wer ist der Chef da? Hoi, ich bin dein Chef. Ah, hallo. Hoi. Hoi. Ich bin dein Mitarbeiter. Ja. Richard Manning. Wir sind froh, bist du da. Weil, ich auch. Der Kollege muss jetzt gerade im Mittag essen und dann kannst du einfach pausenlos weiterarbeiten. Sonst verlieren wir viel super, Zeit. Super, weil ich bin so motiviert. Ja, wir haben auch so viel Stress und so streng. Also, ja, Raphael, ich merke, die Energie ist. Was machen denn Software Development? Wir machen eigentlich alles, dass unser super Webshop, den wir haben, dass dort alles funktioniert, dass der top modern ist, dass jeder rund um die Uhr überall bestellen kann. Wir bekommen Daten über von den Lieferanten. Mhm. Und die Daten von den Lieferanten, die müssen in unser System hinein, sodass wir die nachher im Shop anzeigen können, im Kunden, dass der möglichst grosse Informationen hat über das Produkt und dann intuitiv eigentlich das kann finden, was er sucht. Okay. Alles klar? Ja, mega klar. Okay. Okay. Das ist die Maus, das ist der Keyboard. Das ist unglaublich. Ich spüre die Energie vom Computer, oder? Ich fühle mich verbunden mit dem ganzen Digitec-Universum. Aber ehrlich gesagt, ich komme nicht so ganz drauf. Sorry, kann ich das alles kopieren?
und ich kann heim mitnehmen und dort, Also du meinst jetzt unsere Webseite hacken oder genau, die Webseite hacken, wie ich weiß nicht, ob das möglich ist, das ist wie sicher ist nicht möglich? Ich glaube fast nicht, nein. Aha. Du kommst nicht raus mit das? Es kommt niemand raus eigentlich. Niemand raus? Vielleicht deswegen ist schon seit so lange immer die gleiche Webseite. Genau, oder? Ja. Darum sind wir schon so lange da. Mm. Ja, ich sehe es schon. Okay, Entschuldigung, Chef. Ist gut. Ist alles. Merci. Bis wann arbeiten wir da? Ist der ganze Tag so, das ist der Groove da? Ja, das ist immer so, ja. Bis am? Bis etwa um 6, 7 Uhr am Abend. Bis am, wow.